Ich würde euch ja das da vorlesen, was da steht. Aber ihr seht, wie schnell das da weggeht, ne? Fuck. Okay. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Oh. Oh. Falsches Skill weggetan. Und jetzt ist die Frage, hätte ich mit dem anderen Skill das besser gemacht? Bin mir nicht sicher, ich brauche auf jeden Fall noch Crit. Und mal so, wir nehmen erstmal den. Wir machen sogar ganz anders jetzt. Hahaha. So. Ne, ich lasse es doch lieber so. Ich möchte einen Skill haben, der ein bisschen mehr Range hat. Und ich glaube eh, dass es ein bisschen größer ist durch unseren Trank. Wie es hier einfach die voll gechillte Musik hat, hallo? Vollgezählte Musik ist klar. Ich glaube, ab hier kann man auch schon anfangen, sich die scheiß schweren Titel zu holen. Also Sword und Magic und Power aus Blender. Wir holen uns die nicht. Am Ende lösche ich den Charakter und habe keine Lust mehr drauf. Hahaha. Mein Geld. Wusch. Aber kennt ihr das? Wir sind bei mir heute. Ich bin heimgekommen, sitze so gerade auf der Toilette. Auf einmal bekomme ich Nasenbluten. Einfach so, ohne dass ich was gemacht habe. Nee, nicht so toll. Ach ja, man kann Schockwelle aus Stand und Luft benutzen, ne? Aber sollte man ja schon an der alten, die ich hatte, also anderen, gemerkt haben. Wusch. Ach ja. Ich muss noch mal schauen, ob das in welchem Video das, was das war. Weil ich habe denn noch was gekriegt. Dass ich Erhitzer-Videos machen sollte, nämlich. Also, Videos, wo ich Eiserhitzer erhitze. Würde ich ja machen, wenn ihr mir welche geben würdet. Ich habe selber nur 140. Und, ne? Nicht genug. Ach ja, und hier gibt es auch noch neue Arten von Bindern. Und zwar die Mana- und HP-Binder. Blutbinder und Mana-Binder sind es. Blutbinder, wie sich's anhört, saugen einem das Blut aus. Also HP ab. Und der andere Mana saugen. Nervig. Komm, wir gehen erstmal hinter. Obwohl, ne, wir nehmen uns die Items ja erstmal mit. Wusch. Wusch. Macht Boost. Oh nee. Oh Gott. Ja. Es ist gut. Also ich hatte jetzt Angst, dass der eine Miniboss jetzt schon kommt. Natürlich der sauleichte. Die von euch, die Elso bis hierhin gespielt haben, und das ist jetzt der Anspielung an Ataku, die nicht den Account geschenkt gekriegt haben. Werden wissen, welcher Miniboss jetzt kommt. Und wir laufen einfach mal lang. Oh nein, wer bist du? Was passiert? Oh nein! Was? Hat ja genauso wenig Sinn ergeben wie die meisten Sachen in der Nähe hier. Der schlägt das Ding ein und normalerweise würde man einfach nur runterfallen. Bugs gehören zum Spiel. Obwohl, dann müssen wir es Bugswort nennen. Ich sollte das so machen, nicht dass ich das noch wegwerfe, das plus 7er Ding da. Ja, unoptimal. Und was kriegen wir hier raus? Eine Spinne. Machen wir noch K.O. Ich glaube, müssen wir ja nicht mal. Wenn du, kann ich hier schon zeigen. Und zwar hier. Einen verschollenen roten Söldnerritter.
Yay. Dabei für die ganze Stay, also bis zur Tür. So lange gleich. Oh. Und da, schaut. Die beste KI, die ich je gesehen habe. Beste KI jemals gesehen. Aber so bauen wir uns jetzt einfach unsere eigene kleine Armee auf. Aber hier kommt die Magmantas raus, ja, alles klar. Und das Tolle war ja, die konnten diese Skills schon, bevor sie überhaupt, also bevor dem Skilltree werden. Aha. Hab nur in den Chat geschaut. Nur die sind halt zu dämlich, bis hier hinzukommen, also. Nicht weiter. Und? Yay. Nee, sind überhaupt nicht ohne. Oh nee. Ich weiß, ich mach's hier voll langweilig, aber pff, ist mir egal, ist ich hoffe aber, ihr leset, kommt bald raus. Da fängt nämlich das neue Let's Play an. Yay. Fuck, wie lange. Egal, ich muss schneiden am Ende halt. Jetzt hier. La la la. Oh nein, da fallen Scheine runter. Ich glaube, es gibt eine Taktik gegen den Boss. Ne, gibt's nicht. Und zwar, jetzt bringt der Magmanta. Oh, doch, es gibt die Taktik. Halleluja. Und zwar, ich glaube, wenn ich jetzt halt angreife, so, mit dem Skill. Okay, das ist doch so, wie ich denke. Ich zeige es mal vorführen. Okay, mach's von selber, mach's von selber. Okay, dann stimmt so, was ich sage. Und jetzt hat, nach da hinten. Und jetzt hat. Und jetzt können wir entweder machen, dass wir uns hier oben hinstellen und das Ding uns von hier aus nicht sieht. Hier. Oder wir lassen es einfach dreimal spucken. Ausweichen nehmen ist nicht schwer, würde ich mal sagen. Du denkst? Normale Menschen würden ja jetzt halt auf blutiger Triumph hinarbeiten, aber ich nicht. Bin kein normaler Mensch. Wow. Und ja, ab einem bestimmten Stadium macht dann so. Ist sie stärker und springt ganz besonders nicht mehr. Und danke. Ihr seht, ein langgezogener Kampf. Und da ich keine Lust habe zu sterben. Hier. Kunde. Ja, hat schon gut gezogen. Hätte ich jetzt kurz Pause, dann würde ich nämlich den anderen Skill holen, aber ist sowieso tot. Ist tot, keine Angst. Wir haben eine Riesenspinne besiegt. GG. GG.
Ja, wir haben es geschafft. GG. Aha, das hätten wir. Esra. Nee, Ara, schade. Ja, auch mit Schrott. Okay. Ah, oh, wieso muss ich immer mit dem reden im Hintergrund? Das ist nicht toll. Ich denke. Ja, Denker, die Dämonen in der Höhle sind in der Überzahl. Ihr müsst weiterkämpfen. Das ist der Weg zum Wassertempel. Ganz sicher. Denker, wenn du sicher bist, dass die Höhle zum Tempel führt, dann gehen wir noch einmal hin und überprüfen das. In letzter Zeit mehren sich Berichte über einen Dummkopf namens Riesenhammer Bobos, der die eingestürzte Brücke versperrt. Wir müssen ihn überwältigen und uns auf die andere Seite der eingestürzten Brücke begeben. Dann können wir überprüfen, ob es der Weg ist, der zum Tempel führt. Aber Vorsicht ist geboten. Wenn sich dieser Kerl bedroht fühlt, könnte er die eingestürzte Brücke ganz zerstören. Dann kämen wir nicht weiter. Mir ist es egal, ob er die Brücke einstürzen lässt. Hat er ja vorher schon. Tja, Wissen ist Macht. Oh, toll, weil ich in der Schule gut bin, heißt es nicht, dass ich auch im echten Leben gut bin. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen. Aber nee, ich beende jetzt für hier die Folge. Hoffe, ihr schaut nächstes Mal wieder zu. Und ja, bis dann. Bye, bye.